Willkommen zum letzten Tag des Weber Web Kongresses. In den vergangenen Tagen haben wir viel über das Für und Wider von Wärmedämmverbundsystemen erfahren. Heute wagen wir einen Blick in die Zukunft des energieeffizienten Bauens. Unser Gast ist Professor Viktor Grinevicius, Forschungsleiter des Fraunhofer Inhouse-Zentrums in Duisburg. Er wird uns Lösungsansätze für das Haus des 21. Jahrhunderts vorstellen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie heute begrüßen zu dem letzten Vortrag dieser Veranstaltungsreihe. Und Sie haben in dieser Woche schon einiges gehört über Wärmedämmverbundsysteme, über Vor- und Nachteile. Und ich werde versuchen, Ihnen heute einen Ausblick zu geben, was heute Stand der Forschung im Gebäudebereich ist. Und der Vortrag steht unter dem Motto, ist gut gedämmt, gut genug? Gibt es nicht zusätzliche Herausforderungen an das System Gebäude, die wir in Zukunft beachten müssen und möglicherweise auch mit den Maßnahmen, die Sie im Laufe der Woche kennengelernt und diskutiert haben, kombinieren müssen. Ich möchte Sie zunächst mal kurz mitnehmen in das Fraunhofer Inhouse-Zentrum, das ich gemeinsam mit meinem Kollegen Herrn Scherer leite. Wir befassen uns seit 1993 mit dem Thema intelligentere Haus- und Gebäudetechnik, kommen ein Stück weit von der Informationstechnik, technischen Seite her, aber widmen uns natürlich auch den Fragen des Energieverbrauchs im Gebäude, immer aus dem Blickpunkt, dass wir sagen, wir wollen Systemlösungen entwickeln und diese sollen zur Prozessoptimierung gehen. Nach unserem Selbstverständnis ist es so, dass Gebäude natürlich für einen bestimmten Anwendungsprozess gebaut werden und den sie natürlich möglichst gut unterstützen müssen. Und dann stellt sich die Frage, welche Eigenschaften muss ein solches Gebäude bekommen? Als Architekten wissen Sie natürlich, dass die Frage des Grundrisses entscheidend ist und auch letzten Endes der Ausstattung. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Dinge, die zu einem solchen Gebäude gehören. Wir arbeiten dort in Duisburg mit einem großen Konsortium zusammen. 7 Fraunhofer-Institute sind beteiligt, von der Bauphysik über die solare Energietechnik, Arbeitsorganisation, Softwaretechnik, Mikroelektronik und 90 Wirtschaftspartner und Weber Saint-Gobain, die diese Veranstaltung ausrichten, ist auch ein sehr aktiver Partner im Inhouse. Wir haben dort in der Inhouse-Anlage, um solche Dinge entwickeln zu können und diesen Fragen nachgehen zu können, haben wir dort in die Anlage Anwendungslabore entwickelt. Das älteste Anwendungslabor, was wir haben, ist das Inhouse 1, das Wohngebäude, was Sie auf der Folie sehen, oben in der Mitte, was 2001 eröffnet worden ist und in dem wir verschiedenste Entwicklungen begleitet haben, von dem Zusammenwachsen von Multimedia-Technik bis hin zur Anwendung Energieeffizienz im Bereich Wohnen. Aber wir haben auch weitere Anwendungslabore dort entwickelt für den Bereich Bauen, Bauprozess, für Gebäudebetrieb, Facility Management. Die ganze Inhouse-Anlage steht unter diesem Fokus. Wir haben ein Anwendungslabor für den Bereich Pflege dort aufgebaut, bauen zukünftig was für den Bereich Hospital auf, sowie für Hotel- und Veranstaltungsimmobilien und Büro und Service. Das Besondere an diesen Anwendungslaboren ist, dass sie diese Szenarien, um die es dort geht, im Maßstab 1:1 abbilden und so im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar machen. Sie können dort sich in dieser Anwendungsumgebung aufhalten, Sie können dort die Anwendungen ausprobieren und mit den Wissenschaftlern diskutieren, ist das der richtige Fokus der Unterstützung der Prozesse, die in dem Gebäude ablaufen, oder ist da gegebenenfalls auch noch was dran zu verändern. Und ein wesentlicher Punkt dabei ist natürlich immer auch Mensch-Maschine-Kommunikation. Wie interagiert eigentlich der Anwender mit diesen ganzen Technologien, mit diesen neuen Möglichkeiten? Ein Punkt, der auch in den letzten Tagen sehr, sehr wichtig war, ist das Thema Wärmedämmung, Reduktion des Energieverbrauchs. Wir haben in Deutschland die Energiewende ausgerufen. Wir schalten bis 2022 schalten wir die Atomkraftwerke ab. Wir müssen diese Kraftwerke ersetzen durch erneuerbare Energien, aber wir müssen vor allem auch viel tun, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu steigern. Und ich habe Ihnen mal auf dem Slide mitgebracht, was dort in den nächsten Jahren eigentlich geplant ist. Und Sie sehen, dass allein bis 2020 man 40% der Treibhausgasemissionen reduzieren will, den Primärenergieverbrauch um 20% reduzieren will, Stromverbrauch um 10% reduzieren will. Und dass diese Zielsetzung mit den laufenden Jahren sich immer weiter steigern, sodass man beim Primärenergieverbrauch 2050 tatsächlich um 50% das Ganze reduzieren will.
Und das ist natürlich nicht wenig. Und was dabei eine sehr, sehr große Rolle spielen wird bei all diesen Szenarien, sind die Gebäude. Wir müssen festhalten, dass Gebäude heute 41% des gesamten Energieverbrauchs übernehmen oder dafür verantwortlich sind. Und was dabei auch entscheidend ist, ist natürlich, dass neben der Herstellung und dem Abriss eines Gebäudes natürlich gerade während der Betriebsphase ein Großteil des Energieverbrauchs anfällt. 40% der gesamten Energiekosten fallen in der Betriebsphase an. Und dem gilt es natürlich Rechnung zu tragen, wenn man jetzt von einer Energiewende spricht und wenn wir sagen, wir wollen signifikant mit der Energie runter, müssen wir uns auch der Frage stellen, was können wir einem Gebäude erreichen, um diese Energie, den Energieverbrauch signifikant zu senken. Was dabei noch interessant ist, wir assoziieren natürlich Senkung des Energieverbrauchs in vielen Fällen mit Neubauten. Niedrigenergiehäuser plus Nullenergiehäuser plus Energiehäuser. Aber wenn wir die Ziele, diese doch ehrgeizigen Ziele erreichen wollen, müssen wir uns vor allem im Wesentlichen dem Bestand widmen. Der Bestand ist heute für 95% des Heizenergieverbrauchs verantwortlich, insbesondere von Gebäuden, die sogar von 1982 noch gebaut worden sind. Da schlummert ein enormes Potenzial an Senkung des Energieverbrauchs, den wir anpacken müssen. Und so wird sich in Zukunft die Musik bei der Senkung des Energieverbrauchs, die wird im Wesentlichen im Bestand spielen. Wir haben dort dann auch entsprechend die Möglichkeiten oder die Notwendigkeiten, da auch zu agieren. Wenn wir uns die Einsparziele der Bundesregierung nochmal im Detail anschauen, bis 2020 soll in den Gebäuden der Wärmebedarf um 20% in Summe reduziert werden. Wir haben für Neubauten geplant, einen Niedrigenergiestandard einzusetzen und bis 2050 sogar den Primärenergiebedarf in Gebäuden um 80% zu reduzieren. Das wird nicht gehen, ohne dass man tatsächlich im Bestand saniert. Und so hat man sich da natürlich auch entschlossen, Maßnahmen zu treffen, um die Sanierungsquote zu erhöhen. Wir haben heute eine Sanierungsquote von 1%, wenn man genau hinguckt, eher unter 1%. Und die soll sich mindestens verdoppeln, also auf mindestens 2% pro Jahr anwachsen. Und um das zu erreichen, ist es notwendig, bei ohnehin anstehenden Sanierungszyklen in Gebäuden natürlich immer das Thema Energieeffizienz mitzudenken. Wenn dann ein Gebäude saniert wird, wenn es angepackt wird, ist es wichtig, auch gleichzeitig zu überlegen, wie kann man in diesen Gebäuden den energetischen Standard verbessern. Und um wirklich abzuschätzen zu können, wie ehrgeizig dieses Ziel oder wie wenig ehrgeizig dieses Ziel ist, bis 2020, das sind ja nur noch 9 Jahre, den Energieverbrauch, um diese Beträge zu senken, macht es manchmal Sinn, einfach mal zurückzuschauen. Und wenn wir uns den Zeitraum von 1995 bis 2006 anschauen und uns anschauen, was ist denn da erreicht worden bei der Senkung des Energieverbrauchs, dann müssen wir feststellen, dass wir bei der Raumwärme mal gerade 2,4% geschafft haben und im Mittel 0,7% der Energieverbrauch sogar insgesamt gestiegen ist im privaten Haushalt. Sie sehen, das ist schon eine sehr, sehr ehrgeizige Aufgabe, die wir dort zu schultern haben. Wenn man genau hinguckt, ist es natürlich so, dass die Reduzierung um 2,4% vielleicht, je nachdem wie man hinschaut, nicht ganz so schlecht ist, weil wir natürlich in diesem Zeitraum auch eine Zunahme der Wohnfläche hatten. Das heißt also, die Zunahme der Wohnfläche ist durch die getroffenen Energieeinsparmaßnahmen und auch letzten Endes die hohe Qualität der Neubauten überkompensiert worden. Trotz der Zunahme der Wohnfläche haben wir insgesamt eine Abnahme des Energieverbrauchs. Aber Sie sehen natürlich daran, dass diese Zahlen niemals ausreichen werden, um tatsächlich diese ehrgeizigen Ziele zu packen. Das heißt, wir müssen natürlich da an der Stelle große Anstrengungen unternehmen. Man geht davon aus, dass man bis 2030 50% des Energie des Gebäudebestandes so oder so sanieren muss, schon rein aus bautechnischen Gründen, und dass man bis 2050 den Großteil der Gebäude dann in der Sanierung dann durch hat. Aber wir werden natürlich vom Prinzip her wirklich sehen müssen, wie kann das Ganze dann am Ende des Tages wirklich funktionieren. Und man hat sich dann in der Praxis ein mehrstufiges Konzept überlegt und
hat sich dann natürlich überlegt, für 2020 die Einsparziele so zu stecken, dass zunächst mal die energetisch schlechtesten Gebäude davon betroffen sind. Also Gebäude, die man sowieso bauphysikalisch sanieren muss. Und man lässt dem Eigentümer die Wahl zwischen verschiedenen Maßnahmen. Also zum einen kann er die Gebäudehülle natürlich sanieren. Er kann aber auch die Anlagentechnik verbessern und vor allem auch dann erneuerbare Energien einsetzen, um die notwendige Energie bereitzustellen. Man will das alles auf freiwilliger Basis machen. Die Eigentümer sollen selbst entscheiden können, was sie machen, in welcher Reihenfolge sie Einzelmaßnahmen durchführen, ob sie einmalig vollständig sanieren oder in abgestuften Schritten. Sie sehen allerdings auch, dass natürlich das Ganze da getrieben wird auch davon oder beziehungsweise, dass die Anforderung besteht, letzten Endes in Zukunft wirklich verschiedene Maßnahmen zu kombinieren. Also wirklich einen guten Mix zu finden, welche Maßnahmen stehen an, wie kann ich jetzt Anlagentechnik mit bauphysikalischen Maßnahmen kombinieren, welche Rolle spielen dann in diesem Sanierungskonzept oder in dieser Überarbeitung der Anlage, welche Rolle spielen denn dabei dann die entsprechenden Technologien. Ein weiterer Treiber, der sicherlich auch dazu führen wird, dass die Nachfrage einfach nach entsprechenden Angeboten und Technologien zunehmen wird, ist die Entwicklung der Gaspreise. Die Gaspreise sind kontinuierlich gestiegen. Wenn Sie sich die Grafik anschauen, die Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen, dann sehen Sie, dass die Erdgaspreise um sage und schreibe 115% seit 1998 gestiegen sind. Ein Ende ist nicht absehbar. Wir müssen damit rechnen, dass die Energiekosten weiter zunehmen. Und damit werden natürlich die Energiekosten auch zu einem bestimmenden Faktor bei dem Betrieb von Gebäuden und werden dann natürlich auch dazu führen, dass Bauherren sich natürlich überlegen, wie kann ich meine Energiekosten senken und entsprechend dann erwarten, dass dann entsprechende Maßnahmen in einer guten, ausgearbeiteten Form zur Verfügung stehen. Ich glaube, dass ein Großteil der Maßnahmen, die man treffen wird bis 2020, daraus bestehen wird aus Techniken, die man heute zur Verfügung hat. Vielleicht wird man sie etwas schlauer und sinnvoller kombinieren, sodass die Wirtschaftlichkeit sich an der Stelle einfach erhöht. Eine wichtige Rolle werden sicherlich die Techniken spielen, die in der Woche diskutiert worden sind. Der Wärmeschutz der Gebäudehüllkonstruktion, die Außendämmung wird sicherlich ein probates Mittel sein. Das werden wir sicherlich sehen und die Vor- und Nachteile will ich heute gar nicht drauf eingehen. Das ist in dieser Woche hinreichend diskutiert worden. Ich möchte Ihnen einfach auch nochmal ergänzende Maßnahmen vorstellen, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, wie man sich in Zukunft vorstellen kann, wie diese Dinge dann ineinander greifen. Wir haben in Duisburg 2001 das Inhouse 1 eröffnet. Das Inhouse 1 ist damals ganz bewusst nicht als Passivhaus entwickelt worden, sondern ganz normal mit einem nach der damals geltenden Wärmeschutzverordnung. So, weil wir uns vor allem damit beschäftigt haben, wie können Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Bestand aussehen. Wir haben uns schwerpunktmäßig der Anlagentechnik und der Regelungstechnik gewidmet und wir werden dieses Gebäude jetzt tatsächlich auch sanieren. Wir hatten damals uns natürlich bewusst für diese Fassade, die Sie jetzt sehen, entschieden, von der Optik her. Und wir hätten es natürlich jetzt sehr schade gefunden, wenn diese Fassade dann plötzlich verschwunden wäre, weil das ganz gut passt. Und haben dann zusammen mit Weber Saint-Gobain einen anderen Weg gewählt, sondern wir sind dann auf die Innendämmung gegangen und haben dann uns entschieden, exemplarisch in diesem Gebäude Innendämmung durchzuführen. Und das Gebäude besteht aus einem Doppelhaus, einer Laborseite auf der rechten Seite, wesentlich ein Arbeitsplatz für die Wissenschaftler und einer Wohnseite, wo jetzt auch dann bestimmte Untersuchungen, Akzeptanzuntersuchungen durchgeführt werden. Und uns bietet diese Maßnahme jetzt die Möglichkeit, tatsächlich beide Maßnahmen miteinander zu vergleichen. Wir werden vor allem im ersten Step uns die Laborseite mit Innendämmung dort ausstatten. Es ist natürlich so, dass die Innendämmung auf der einen Seite eine ganze Reihe von Vorteilen bietet, auf der anderen Seite natürlich auch in der Diskussion ist, wie ist das mit Schallübertragung, wie ist das mit Brandschutz, wie ist es mit der Feuchteabfuhr und.
Und wir haben uns entschieden, das bewusst dort zu machen, zu vermessen, also von Seiten auch der Fraunhofer-Institute. Das Fraunhofer-Institut für Bauphysik ist da wesentlich mit involviert. Und wir haben dann in diesem bestehenden Gebäude tatsächlich dann auch die Innendämmung aufgebracht, bei der Gelegenheit auch noch die Luftdichtigkeit des Gebäudes überarbeitet und verbessert. Das ist dann im täglichen Doing so gemacht worden, dass wir uns dann entschieden haben, das, was heute am hochwertigsten und am besten isolierende Material dort aufzubringen, also eine Vakuum-Isolierpaneele dort aufzubringen, die dann vollflächig auf die Wände aufgeklebt wurde. Und Sie können dort in dem unteren Bild können Sie erkennen, Vakuum-Isolierpaneele sind natürlich haben ein bestimmtes Format. Das muss nicht korrespondieren mit den Formaten oder mit den Raumabmessungen, die wir damals gewählt haben. So dass es dann natürlich die Notwendigkeit besteht, Restschließungen durchzuführen, die dann mit bestimmten Materialien durchgeführt worden sind. Das ist alles dort gemacht worden. Ein weiterer wichtiger Augenmerk ist darauf gelegt worden, die Fensteröffnung, die Laibungen der Fenster auch mitzudämmen, um dort zu verhindern, dass dort zur Schimmelbildung kommt, dass dort im bauphysikalische Schäden entstehen. Das Ganze ist vollflächig gemacht worden an Außenwänden und ist zusätzlich mit Sensoren versehen worden. Wir haben dort Sensoren eingebaut, mit denen dann getestet werden kann, wie groß sind die Wärmeverluste, die dort auftreten, was ist mit Feuchtigkeit, was ist mit dem Vakuum in den Isolierpanelen. Dort sind Transponder-Sensoren eingebaut worden, die sich drahtlos auslesen lassen und so dann über einen längeren Zeitraum für die Qualitätssicherung verwendet werden können. Das, was auch spannend ist und zeigt, welche Möglichkeiten dann doch bestehen, wenn man ein Gebäude anfasst, ist, dass wir dann bei der Gelegenheit, wo wir die Platten aufgebracht haben, getestet haben, ob man diese zusätzliche Isolationsschicht, die jetzt in das Gebäude hineinkommt, nutzen kann, um Kommunikationstechnik nachzurüsten. Wir haben dort eine polymeroptische Faser mit diesen Vakuumisolierpanelen kombiniert. Diese ist dann mit in die Klebeschicht eingebettet worden, in einem speziellen Kabelkanal, wie das auf dem Bild zu erkennen ist. Das ist ein Lichtwellenleiter, der es erlaubt, in dem Haus eine 1 Gigabit Kommunikationsverbindung aufzubauen und haben dort die Strecken, wo jetzt die Vakuumisolierpaneele verlegt worden sind, dann wirklich auch damit nochmal ausgerüstet, um zu zeigen, wie das geht. Sicherlich kann man sich die Frage stellen, braucht man 1 Gigabit Übertragungsrate im Haus, aber jeder, der mal über WLAN Videostreaming gemacht hat und festgestellt haben, dass die Nachbarn das auch machen und die vielleicht den gleichen Kanal nutzen, wird es zu schätzen wissen, dass es dann doch eine vernünftige Übertragungsqualität gibt, um das zu machen. Und wir erleben natürlich auch gerade in Wohngebäuden, dass das Thema Vernetzungstechnik immer wichtiger wird, insbesondere im Bereich der Unterhaltungselektronik. Die neuen Fernsehgeräte, die angeschafft worden sind, sind fast durch die Bank internetfähige Fernsehgeräte. Also wir brauchen in Zukunft Kommunikationsinfrastrukturen in Gebäuden und gerade solche Maßnahmen, wenn jetzt zusätzliche Schichten aufgebracht werden, flächig aufgebracht werden im Gebäude, ist natürlich ein ganz hervorragendes Mittel, um diese Dinge dann entsprechend nachrüsten zu können. Wenn wir uns mit dem Energieverbrauch von Gebäuden beschäftigen, dann ist natürlich auch interessant zu sehen, wie betreiben wir eigentlich Gebäude heute. Heute ist in der Regel üblich, das komplette Gebäude, die komplette Wohnung zu beheizen, auf eine einheitliche Temperatur zu bringen. Und das bietet natürlich Möglichkeiten, das auch nochmal zu überdenken. Ist es notwendig, die komplette Wohnung zu heizen? Wir stellen fest, dass gerade das Verhalten der Nutzer einen erheblichen Einfluss auf den Energieverbrauch hat. Es gibt verschiedene Studien, die jetzt sich damit beschäftigt haben, bei denen Heizkostenabrechnungen ausgewertet worden sind in absolut vergleichbaren Baubeständen, von der Bauphysik völlig vergleichbar. Und man stellt fest, dass es eben dort Sparer und Verschwender in Anführungsstrichen gibt, die dann dazu führen, dass man tatsächlich wirklich nennenswerte Differenzen hat. Also eine
Also Beispiele, Sie haben in einem, bei Niedrigenergiehausstandard sehen Sie, dass Sie Differenzen haben können von 80 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das heißt also, die Sparsamen kommen mit 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter aus, die Verschwender in Anführungsstrichen schaffen 130 und in Mehrfamilienhäusern im Bestand ist das noch erheblich größer. Das führt fast zu einer Verdoppelung an einigen Stellen des Energieverbrauchs. Und das können Sie sich nicht nur erklären mit dem Thema der unterschiedlichen Temperaturniveaus, denn sicherlich sind die Raumtemperaturen nicht doppelt so hoch in den Räumen, wo man das hat, sondern letzten Endes gibt es andere Ursachen, Dinge, die da möglicherweise falsch gelaufen sind oder die, wo sozusagen das Verhalten einfach nicht effizient war. Ich habe Ihnen mal mitgebracht eine Untersuchung, die wir durchgeführt haben an vier Pflegeeinrichtungen, allesamt Niedrigenergiestandard gebaut. Sehen, das sind die Planzahlen reichen von 50 bis 59 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Die Einrichtungen sind in Betrieb gegangen, sind 2007 sind die in Betrieb gegangen. Und wir haben dann das ein Jahr begleitet hier an der Stelle, indem eine einmal zunächst mal eine Bestandsaufnahme vor Ort gemacht wurde, die Anlagentechnik sich angeschaut worden ist, die Messtechnik. Und dann wurden wöchentlich Verbrauchsdaten erhoben. Man hat also dann die Daten, also einmal in der Woche den Zähler abgelesen, hat daraus diese Daten dann aufbereitet, hat die eine statistische Auswertung gemacht und hat einen Benchmark-Report gemacht. Und wie gesagt, es handelt sich alles um Neubauten und es ist erstaunlich, wie stark die Energieverbräuche voneinander abweichen. Also die Hitliste, die Einrichtung, die da am sparsamsten war, hat den Heizwärmebedarf nur um 14% überschritten, aber andere Einrichtungen haben es tatsächlich auch geschafft, den Energieverbrauch zu verdoppeln. Wenn man sich die Frage stellt, was um Gottes Willen führt denn am Ende des Tages zu solchen Effekten, dann ist es interessant, einen Blick auf die Auswertung zu werfen. Das ist dann ein sogenannter Scatterplot. Jedes Pixel, was Sie jetzt auf dieser Grafik sehen, ist der Energieverbrauch, der durchschnittliche Energieverbrauch einer Woche. Und die sind jetzt aufgetragen, jeweils in dem Verhältnis, welcher Energieverbrauch hat da stattgefunden und wie groß war die mittlere Außentemperatur in der Woche. Und Sie sehen zum Beispiel bei dieser Einrichtung, die zu den sehr guten Einrichtungen gehören, wo der Energieverbrauch nicht signifikant gestiegen ist, Sie sehen, dass die Punkte durchaus auf einer Geraden liegen. Das heißt, der Energieverbrauch korrespondiert ganz stark mit der Außentemperatur. Erstmal in erster Linie ist der in erster Näherung natürlich nicht verwunderlich, aber wenn Sie sich die Einrichtungen anschauen, wo das alles nicht mehr der Fall war, stellen Sie fest, dass dieser Zusammenhang sich zunehmend auflöst. Das heißt, hier sehen Sie, dass Sie Wochen mit ähnlicher Außentemperatur haben, die aber zu erheblich anderen Energieverbräuchen geführt haben. Und bis hin, dass sich sowas dann komplett letzten Endes auflöst, wo man feststellt, es ist gar nicht so sehr die Außentemperatur, also sprich auch die Wärmedämmung, die jetzt dazu führt, den Energieverbrauch signifikant zu beeinflussen, sondern letzten Endes das Nutzerverhalten. Es ist interessant, die Ursache, eine wesentliche Ursache liegt im Lüftungsverhalten an der Stelle. Das heißt, Fenster, die auf Dauerkipp waren, führen natürlich dazu, dass ich die Gebäudehülle sehr gut isolieren kann, aber am Ende des Tages von der Effizienz gar nicht so furchtbar viel habe. Und die Einrichtung, die dort an der Spitze lag, hatte eine zusätzliche Funktion, eine sehr einfache Funktion dann noch erhalten. Bei der war es so, wenn Sie das Fenster aufgemacht haben, wurde automatisch die Heizung ausgestellt in dem Raum, sodass Sie, wenn Sie dann gemerkt haben, dass die Temperatur signifikant fällt, dann wurde halt das Fenster wieder zugemacht und auf die Art und Weise war es gar nicht möglich, in diesen Räumen durch Dauerlüften zu viel Energie zu verbrauchen. Ist ein kleines Beispiel dafür, dass man eben mehrere Faktoren im Auge behalten muss, wenn man den Energieverbrauch senken will. Wenn wir in die Zukunft gucken und sagen, wie werden wir denn zukünftig heizen, dann wird es vermutlich so sein, dass wir stärker dazu übergehen, eine Grundtemperierung der Wohnung zu machen, in den Zeitpunkten, wo zum Beispiel keiner anwesend ist oder in der Nacht. Und dann
wenn die Räume benötigt werden, wenn die Personen dann in den Räumen sich aufhalten, dann genau für diesen Zeitraum die Räume dann klimatisieren, auf die entsprechende Temperatur fahren. Und wenn Sie das in dieser Art und Weise machen, stellen Sie natürlich fest, dass plötzlich andere Faktoren plötzlich bestimmend werden. Wenn Sie eine Schnellaufheizung machen, ist es wichtig, dass die Wärmekapazität der Wände dort möglichst klein ist, also Sie wirklich die Raumtemperatur schnell hochbekommen, dass Sie schnell auch die Oberflächentemperaturen ändern können. Und was natürlich dann auch interessant ist, ist jetzt treten Temperaturunterschiede zwischen den einzelnen Räumen auf, was dann dazu führt, dass es dann auch nicht mehr so egal ist, ob dazwischen eine Isolierung ist oder nicht. Das heißt, man muss sicherlich dann in solchen Wohnungen, in solchen Räumen dann einfach nochmal überlegen, welches Energiekonzept, welches Dämmkonzept fahre ich dabei. Am Ende des Tages geht es natürlich darum, dass die Menschen sich wohlfühlen und insbesondere wenn man die Schnellaufheizung von Räumen macht, dann ist es halt wichtig, dass der Mensch sich dort behaglich fühlt. Und ein wesentlicher Faktor, der zur Behaglichkeit beiträgt, ist natürlich, neben der Lufttemperatur ist es schlicht und ergreifend die Wärmestrahlung. Das heißt, Sie fühlen sich natürlich dann, Sie fühlen sich dann angenehmer, wenn Sie in einem Raum sind, wo die Oberflächentemperatur wärmer ist. Dann kommen Sie letzten Endes auch mit niedrigeren Lufttemperaturen aus. Und deswegen ist es natürlich von großem Interesse, dass sich die Oberflächentemperatur von diesen Wänden einfach schnell ändern lässt. Das spricht natürlich dafür, durchaus solche Maßnahmen wie Innendämmung im Auge zu behalten, eben mit diesen ganzen anderen Faktoren, die ich dabei genannt habe. Es sind verschiedenste Systeme heute am Markt, in der Entwicklung oder auch schon am Markt verfügbar, die dieses Profil, dieses Temperaturprofil der Räume erlauben vorzugeben. Das heißt also, Sie können auf eine verhältnismäßig einfache Art und Weise die Raumtemperaturen zu den Zeitpunkten wählen, wann Sie sie brauchen. Typisches Beispiel ist das Badezimmer. Sicherlich ein Raum mit der höchsten Temperatur, die Sie dort brauchen, und mit der kürzesten Nutzungsdauer. Und da macht es natürlich Sinn, gerade in diesen Bereichen solche Temperaturprofile auch vorzugeben und die dort entsprechend dann abzufahren. Und da ist es natürlich auch besonders wichtig, dass sowas schnell geht. Denn Sie wollen natürlich nicht, wenn Sie das Badezimmer betreten, dann noch eine halbe Stunde warten, bis dann irgendwann mal möglicherweise das Behaglichkeitsniveau erreicht ist, was Sie möchten. Spannend dabei ist, dass auf diese Art und Weise einfach noch mehr Informationen zur Verfügung stehen, die dann in Zukunft noch stärker zwischen den Gewerken ausgetauscht werden. Zum einen ist natürlich wichtig, vielleicht auch automatisch zu erkennen, ist überhaupt jemand in der Wohnung, und dann ein Gebäude, eine Wohnung in einen Abwesenheitszustand zu versetzen. Zum anderen dienen diese Informationen auch dazu, andere Aggregate, die jetzt an diesem Energieszenario beteiligt sind, besser regeln zu können. Und ich habe Ihnen da eine Grafik mitgebracht von der Firma Vilo. Die Vorlauftemperaturen von Heizungsanlagen wird heute in der Regel durch die Außentemperatur beeinflusst, den Außentemperaturfühler. Der sagt natürlich nicht viel darüber aus, insbesondere in solchen Szenarien mit Schnellaufheizung, wie hoch denn jetzt eigentlich wirklich der aktuelle Energiebedarf ist. Das kann man schlauer machen. Und Sie sehen jetzt unterhalb der roten Punkte, sehen Sie verschiedene Temperaturniveaus bei verschiedenen Außentemperaturen, auf denen man dann die Soll-Vorlauftemperatur wirklich gebracht hat, weil man gesagt hat, das ist das Temperaturniveau, mit dem ich was ich wirklich im Moment für diese spezielle Situation brauche. Und Sie sehen, dass auf die Art und Weise die durchschnittliche Vorlauftemperatur deutlich abgesenkt ist. Das ist insbesondere dann spannend, wenn man weiß, dass dass Gasbrennwertgeräte darauf angewiesen sind, dass der Rücklauf möglichst kalt ist, also eigentlich die niedrigen Temperaturen brauchen. Genauso wie Wärmepumpen, wenn man jetzt an den Einsatz regenerativer Energien denkt, auch Wärmepumpen. Bei Wärmepumpen ist der Wirkungsgrad von dieser Temperaturdifferenz abhängig. Das heißt, je niedriger das gefahren wird, desto besser. Und Sie sehen, dass solche Informationsquellen natürlich in Zukunft viel stärker genutzt werden, um dort
ein Zusammenspiel, das Zusammenspiel von verschiedenen Geräten und Anlagen dann auch zu optimieren. Das Zukunftsthema, mit dem wir uns zurzeit aktuell sehr intensiv beschäftigen, das sind leistungsfördernde Räume. Wenn wir über Anwendungsprozesse in Gebäuden nachdenken, dann geht es eben darum, auch insbesondere in Nutzgebäuden für die dort arbeitenden Personen ein möglichst leistungsförderndes Klima zu haben. Und Parameter, die diese Leistungsfähigkeit signifikant beeinflussen, ist natürlich die thermische Behaglichkeit, aber auch die Beleuchtung, die Luftqualität nicht zu vergessen und die Akustik. Die Akustik vor allem wird in Zukunft immer wichtiger werden, weil ein probates Mittel natürlich zur Steigerung der Energieeffizienz ist es, Gebäude schlicht und ergreifend kleiner zu bauen. Ich habe kleinere Oberflächen, ich habe kompaktere Gebäude. Aber wenn ich das mache, arbeiten die Leute natürlich noch auf engerem Raum zusammen und dann ist es so, dass natürlich die Akustik zu einem möglicherweise Problem wird, die dann wieder die Personen stört. Wir haben jetzt zurzeit sind wir dabei, ein entsprechendes Labor in Duisburg aufzubauen, haben ein Projekt gestartet, Innenraum Atmo nennt sich das, wo es darum geht, in Büroumgebungen dann tatsächlich Büroumgebungen so aufzubauen, dass man diese Parameter, die Leistungsfähigkeit beeinflussen, optimal einstellen kann, sodass das, was in Nutzgebäuden natürlich eine entscheidende Rolle spielt, die Effizienz des Personals positiv beeinflusst wird. Neben diesen Dingen, die wir jetzt auch noch auf unserer Seite mit berücksichtigen, ist natürlich das Thema der Informationstechnik, Kommunikationstechnik, kommt natürlich nochmal on top und wird dann natürlich in diesen Gesamtkontext dann auch gebracht. Ein Aspekt, der in Zukunft natürlich auch an Bedeutung zunehmen wird, insbesondere wenn wir von Leistungsfähigkeit sprechen, sind die Anforderungen an die Luftqualität. Wir haben oft die Diskussion, dass man sagt, ein Gebäude müsste man einfach so bauen, dass es letzten Endes ohne zusätzliche Anlagentechnik wunderbar funktioniert. Das ist sicherlich auch bei der Temperatur und bei der thermischen Behaglichkeit möglich. Wo es schon schwieriger wird, ist letzten Endes bei der Luftqualität, insbesondere in Verbindung mit Energieeffizienz. Und auch an der Stelle müssen wir uns schlicht und ergreifend auch an bestimmte Vorgaben halten. Ein Parameter für die Luftqualität ist der CO2-Gehalt, der heute als Güteindex herangezogen wird. Wir haben heute in der Außenluft ungefähr 330 ppm Parts per Million. Wir haben in der Stadtluft 700 ppm in verschiedenen Bereichen. Und es gibt die sogenannte Pettenkofer-Zahl, benannt nach dem Herrn Pettenkofer, der festgestellt hat, dass so ab 1000 ppm eine verbrauchte Luft wirklich wahrnehmbar ist und damit sozusagen das Leistungsniveau anfängt zu sinken. Für Wohnungsluft und Grenzwert in Büros haben wir ungefähr 1400 ppm, die dort angedacht sind. Und nach der DIN 1946 sind so 1500 ppm das, was man dort haben will. Wenn Sie sich jetzt mal in der Praxis anschauen, wie wird die eigentlich erreicht? Also wir haben in der Regel gar keinen Sensor für Luftqualität und dann ist die Frage, braucht man sowas nicht, geht das nicht viel besser gefühlsmäßig, sind wir, was Leistungssteigerung betrifft oder Leistungsfähigkeit betrifft, sind wir da gut aufgestellt alle insgesamt. Ich habe Ihnen mal mitgebracht eine Grafik, eine Kurve, die wir mal in einem Klassenzimmer aufgenommen haben, an einer Schule. In dem Raum befanden sich 30 Personen während des Unterrichts und Sie können an diesen Grafiken sehen, die rote Linie ist die Temperatur und die blaue Linie ist der CO2-Gehalt. Wenn wir jetzt zunächst mal auf den CO2-Gehalt abheben, dann sehen Sie, das Ganze ist gestartet so ungefähr schon mit 2000 ppm. Also im Grunde genommen nach der Pause hatte man schon den zulässigen Grenzwert eigentlich überschritten und hat sich dann weiter hochgearbeitet in den 45 Minuten, ist dann schon bei 2400 ppm gewesen. Sie können sich vorstellen, dass das natürlich schon unter diesen physiologischen Aspekten vielleicht auch nicht so toll ist. Dann hinzu kommt noch, was man in dieser Grafik auch ablesen kann, dass die Temperatur durch die inneren Wärmelasten, ein Mensch bringt immerhin
eine Wärmelast von 70 Watt pro Person ein. Das heißt also, wenn Sie dort 30 Personen haben, kommt da schon eine nennenswerte Heizleistung zusammen, die Sie in einen solchen Raum einbringen. Das heißt, an der Stelle müssen Sie natürlich auch das im Auge haben und das entsprechend mit berücksichtigen. Hier in diesem Klassenzimmer ist die Temperatur von 20,8 auf 22,8 Grad angestiegen. Und man kann sich natürlich schon die Frage stellen, ob solche Randbedingungen dann für die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit von Schülern wirklich optimal sind oder ob man da nicht an der Stelle tatsächlich das noch viel, viel stärker mit auf die Liste nehmen muss. Und wenn Sie das machen, wenn Sie sich diesem Aspekt an der Stelle widmen, dann stellen Sie fest, dass Sie eigentlich einen Dreiklang haben, den Sie brauchen, um wirklich auch aus physiologischer Sicht optimale Bedingungen in den Räumen zu schaffen. Dass eine Maßnahme heute gar nicht mehr ausreicht. Das heißt, wir müssen ein sehr, sehr abgestimmtes Vorgehen erreichen zwischen einerseits der Dämmung, um die Energieeffizienz hinzukriegen, aber wir müssen uns auch dem Aspekt der Lüftung und der Raumluftqualität widmen. Und last but not least der Klimasteuerung. Wie gehe ich mit solchen Situationen um, dass ich unterschiedliche Heizlasten habe? Ich habe Wärmeeinträge durch Fenster, durch Sonnenschein und. Das heißt, auch an der Stelle brauchen wir einfach eine gute Regelungstechnik und ein ganz abgestimmtes Vorgehen, um letzten Endes das zu erreichen, was wir ja alle miteinander wollen, für den Anwender, für den Bauherrn und Gebäudenutzer möglichst gute Verhältnisse zu schaffen. Ein weiterer Trend, der dort sozusagen als zusätzliche Anforderung hineinkommt, ist, dass wir eine zunehmende Diskussion haben, wie muss man sich das Wohnen im Alter vorstellen. Sie kennen das von der Barrierefreiheit her, die Forderung nach Barrierefreiheit in Wohnungen. Allerdings ist Barrierefreiheit nur ein Teil dessen, was Sie dort brauchen. In vielen Fällen brauchen Sie insbesondere bei kognitiven Einschränkungen geht es auch darum, die Sicherheit zu erhöhen, aufzupassen, dass keine gefährlichen Situationen dadurch entstehen, dass ich irgendwas vergesse, bis hin, dass ich bei alleinlebenden Personen möglicherweise Informationen generieren muss, wie ist denn der Zustand des Bewohners, was ist denn da an der Stelle, geht es dem gut oder braucht er Unterstützung? Heute die üblichen Hausnotrufsysteme erfordern, dass Sie einen Sender dabei haben, den Sie dann entsprechend drücken. In Zukunft werden wir in Gebäuden eher assistive Umgebungen finden, die letzten Endes dann das gesamte den Anwender auch in der Richtung unterstützen. Und Funktionen, die man dort finden wird, sind zum Beispiel sowas wie zentral aus oder ein automatisches Nachtorientierungslicht, wenn Personen das Schlafzimmer verlassen. Dass der Herd sich automatisch abschaltet, wenn ich sozusagen vergesse, den Herd auszuschalten. Schaltbare Steckdosen, wo ein Bügeleisen mit ausgeschaltet wird, wenn das sozusagen unbeobachtet und unbenutzt dort besteht. Bis hin zu einer Kommunikationsplattform, wo man eben entsprechende Dinge oder entsprechende Dienste ordern kann. Bis hin zu sehr ambitionierten Systemen, die dann auch da mit einem Betreuer, mit einem Pflegedienst interagieren, die dann genau versuchen auch festzustellen, die Person, die jetzt sich in der Wohnung befindet, die braucht eine Unterstützung. Der Tagesablauf weicht signifikant von dem ab, was sonst normalerweise passiert. Und diese Art von Ausstattung erfordert natürlich eine umfangreichere Ausstattung der Wohnung, die über das Maß, was wir heute dort vorfinden, signifikant hinausgeht. Zurzeit, wenn man in die Richtung denkt, muss man viel, viel nachrüsten. Man muss Komponenten zusätzlich einbringen. Die Kommunikationstechnik, die heute vorgefunden wird, ist schon sehr rudimentär an der Stelle, insbesondere im Bestand. Und da ist es natürlich schon interessant, wenn man sagt, ich packe jetzt eine Wohnung komplett an, modifiziere die entsprechend und bringe die wieder auf den Stand der Technik, dass ich dann möglicherweise Maßnahmen miteinander kombiniere. Und da ist es natürlich auch spannend zu sehen, wenn Sie heute sich anschauen, wer sind eigentlich die treibenden Kräfte, wer saniert heute Wohnungen,
Dann stellen Sie fest, dass heute es in der Regel tatsächlich die älteren Personen sind, die auch insbesondere eine energetische Sanierung einer Wohnung durchführen. Das sind interessanterweise die 50- bis 70-Jährigen, die dort tätig sind. Sicherlich hat die finanzielle Situation, da spielt dabei auch eine Rolle. Aber es gibt natürlich auch noch andere wichtige Motive, die dieser Zielgruppe wichtig sind. Und ganz erstaunlich an der Stelle ist, eins der ganz wesentlichen Gründe, die ganz oben steht, mit einem und die trifft interessanterweise sowohl als auf die Standardsanierer als auch auf die energetischen Sanierer zu, ist das Motiv: Ich möchte in dem Haus alt werden. Das heißt, gerade den Umbau einer Immobilie und dort möglichst lange sich aufzuhalten, ist ein wichtiges Motiv. Natürlich aus der Situation heraus, dass man sagt, ich möchte die Betriebskosten der Immobilie so gering wie möglich halten. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass diese neuen Möglichkeiten, Assistenzfunktionen und, dass die natürlich auch eine wichtige Rolle spielen, um vielleicht zusätzliche Motive zu haben, den Schritt in die energetische Sanierung zu gehen. Wir hatten am Anfang darüber diskutiert und gesagt, wie erreichen wir es eigentlich, dass die Sanierungsrate signifikant steigt. Das findet im Großen und Ganzen auf freiwilliger Basis statt. Das heißt, wir brauchen gute Argumente. Und das ist eben, denke ich, damit gegeben, wenn man wirklich verschiedenste Maßnahmen miteinander kombiniert, wo es nicht nur ausschließlich um die Energieeffizienz geht, sondern mit der Energieeffizienz andere Maßnahmen kombinieren werden. Wir haben natürlich die Situation dort in diesem Bereich, dass wir dann schon recht komplexe Systemlösungen erhalten, die natürlich auch einen hohen Beratungsaufwand bedeuten. Das heißt also, ich hatte jetzt auch die Woche in den Vorträgen meiner Vorgänger sozusagen, der Referenten, der anderen Referenten auch gesehen, dass insbesondere auch diskutiert wurde, spielt eigentlich ein Architekt bei einer energetischen Sanierung eine Rolle oder spielt er das eben genau nicht? Und ich glaube, dass gerade in diesem zusätzlichen Komplexität, die dann in Zukunft einfach mit der energetischen Sanierung kombiniert wird, ein ganz interessantes Merkmal liegt, um dort als Architekt dann auch nochmal tätig werden zu können. Als Vertrauter des Bauherrn, jemand, der gewohnt ist, das abzubilden auf diese Dinge, dass er da sozusagen sich dann auch in eine solche Logik mit einbringt. Ich glaube, dass es diesen Beratungsbedarf auf jeden Fall gibt und ich glaube auch, dass es Leute geben muss, die eben das Gesamte im Auge behalten und dann in der Lage sind, auch diese verschiedenen Maßnahmen miteinander zu kombinieren. Komme ich zu meiner Zusammenfassung. Ich denke, dass klar geworden ist, dass die mit der Energiewende definierten Ziele erhebliche Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden erfordern. Das heißt, wir müssen dort besser werden, als wir in den letzten Jahren gewesen sind. Und eine ganz wichtige Schlüsselfunktion spielen Gebäude und insbesondere in diesem Bereich der Gebäudebestand. Die Außendämmung ist und bleibt sicherlich ein ganz wichtiger Baustein in diesen Maßnahmen und wird aber durch weitere Maßnahmen wie Innendämmung ergänzt. Diese nachträgliche Dämmung bringt eine zusätzliche Ebene ins Gebäude ein, die wir für die Nachinstallation von Kommunikationstechnik und Assistenzsystemen auch nutzen können. Und da gibt es einen großen Bedarf. Es gibt eine Zielgruppe, die dort an der Stelle das auch braucht und das auch gerne haben möchte. Und wenn wir das alles miteinander kombinieren, wenn wir uns überlegen, wie die einzelnen Motive aussehen, dann erhalten wir ein wichtiges Motiv, was auch letzten Endes die energetische Sanierung von Gebäuden beflügeln kann und letzten Endes vielleicht eine kritische Hürde überschreitet, wo die Leute dann sagen, jawohl, das mache ich an der Stelle. Und wir brauchen kein Nebeneinander von verschiedenen Maßnahmen, die nicht gut aufeinander abgestimmt sind, sondern wir brauchen zukünftig Systemlösungen. Und diese bestehen aus der Kombination unterschiedlicher Maßnahmen. Und wir brauchen Leute, die dort die Fäden zusammenhalten und die Komplexität überblicken und da letzten Endes als Berater des Bauherrn agieren können und ihm letzten Endes auch ein Stück weit durch diesen Dschungel von Maßnahmen führen. Ja, das war's von meiner Seite. Und vielen Dank an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Professor Genovicius, vielen Dank für diesen sehr informativen Vortrag. Und ich denke, der Vortrag war auch wirklich ein abschließender Punkt in unserer Vortragsreihe, die wir diese Woche geführt haben. Ich glaube, das Thema ist insgesamt sehr spannend und noch lange nicht erschöpft. Es kommen viele, viele neue Impressionen dazu, neue Argumente. Und auch aus Ihrem Vortrag gerade insbesondere habe ich einige wesentliche Punkte mitgenommen. Thema Dämmwahnsinn. Allgemein wird ja angenommen, dass wir dämmen wie die Weltmeister, dass wir sogar uns überdämmen. Aber tatsächlich, Sie haben uns gezeigt, nein, im Gegenteil, wir sind da noch hinterher. Wir haben also noch was nachzuholen. Oder wir haben in den letzten Jahren ja eine tatsächliche Steigerung erlebt. Ja, wir haben bei dem Energieverbrauch insgesamt eine Steigerung erlebt. Wir haben allerdings bei dem Bereich der Raumwärme eine kleine Reduktion erreicht. Man muss dazu sagen, dass die Geschwindigkeit, mit der das passiert, wird nicht ausreichen, um die Einsparziele zu erreichen, die jetzt im Rahmen der Energiewende prognostiziert worden sind. Wir brauchen da wesentlich stärkere Anstrengungen. Wenn wir wirklich um 20% bei der Raumwärme reduzieren wollen in den nächsten 10 Jahren, ist das eine gewaltige Anstrengung und wir werden uns vor allem dem Bestand widmen müssen. Und wir werden dort auf die Lösungen zurückgreifen müssen, die heute schon am Markt sichtbar sind. Sonst werden wir das nicht erreichen. Lösungen, die am Markt sichtbar sind. Auch interessantes Thema Innendämmung. Sie brachten einen Aspekt rein, den ich auch so selber noch nicht gesehen hatte. Wir denken, wenn wir an Innendämmung denken, im Moment einfach klassisch, dass wir die Innenwand der Außenwand einfach nur nehmen. Aber dass man jetzt sagen muss, ich muss auch zwischen den Räumen etwas machen, war mir gänzlich so nicht präsent, muss ich fairerweise sagen. Ja, wir haben ja, die Nutzung einer Wohnung ist ja höchst unterschiedlich. Und wir haben ja die Situation, dass wir eine hohe Abwesenheitsquote von Personen haben. Und wir können natürlich auf die Art und Weise viel Energie sparen, dass wir nur die Bereiche wirklich klimatisieren, beheizen, die wir für die aktuelle Situation brauchen. Das muss dann sehr schnell aufgeheizt werden. Wir kriegen größere Temperaturunterschiede zwischen den Räumen. Und insbesondere, wenn wir in kürzester Zeit eine gute Behaglichkeit herstellen wollen, können wir natürlich den Energiefluss zwischen den Räumen nicht so gut gebrauchen. Ja. Und auf die Art und Weise natürlich auch die Raumqualität, die Klimaqualität verbessern. Wichtiger Aspekt. Dann auch sehr schön aufgezeigt das Thema zwischen Sparer, Verschwender, dass wir Unterstützung geben müssen. Hier leider für mich als Hersteller von oder Anbieter von BDVS eigentlich mehr das Thema Assistenzsysteme, aber ist eine Notwendigkeit, ist deutlich gegeben. Ich denke, Sie wissen, es sind Fülle von Prospekten erstellt worden. Wie kann man Energie sparen? Wie kann man die Heizung richtig einstellen? Wie kann man es richtig lüften? Wir glauben, dass es viel, viel besser ist, dort an der Stelle auf Assistenz zu setzen. Das machen wir in anderen Bereichen auch. Im Kfz hilft mir die Assistenzfunktion des Autos, wenn ich auf glatter Fahrbahn unterwegs bin und dann bremse, dann sorgt das, die Assistenz dafür, dass es gut geht. Und wir werden in Zukunft in den Räumen viel mehr Assistenzfunktionen haben, sowohl für das Thema Energie, also wie energiesparendes Verhalten einfach erleichtern, bis hin zu solchen Funktionen wie Wohnen im Alter. Auch das ist ein Hinweis, auch statistisch hinterlegt, die deutliche Veränderung der Nutzung, wo die Leute letztendlich sagen, ich will dann auch meinen Lebensabend in der Form deutlich verbringen. Das zeigt aber, und da sind wir wieder auch bei den Thesen, die wir ja auch unter der Woche hatten, was macht der Architekt, welche Chancen hat er in dem Gesamtthema? Und da sehen wir eigentlich, dass er ein entscheidender Faktor sein kann in der Beratung im Bestand. Ja, die Zukunft, in Zukunft wird sich unglaublich viel im Bestand abspielen. Das ist der große Markt. Wir können seit Jahren beobachten, dass das Investment in den Bestand eigentlich zunimmt an der Stelle. Der Architekt ist es gewohnt, die Anforderungen des Bauherrn aufzugreifen und für ihn einen Maßanzug zu kreieren. Und dieser Maßanzug, die Eigenschaften dieses Maßanzugs, die Anforderungen verändern sich über die Jahre, über die Wohnsituation. Die sehen im Alter anders aus als zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht ein Gebäude gebaut worden ist, wo 2 Kinder im Haus waren und die Kinder sind raus, man wohnt da alleine, das ändert sich. Und wir haben vor allem ein beratungsintensives Thema hier, wo das Zusammenspiel von verschiedenen Gewerken eine ganz große Rolle spielt. Das ist das Energiesparen, das ist die Informationstechnik, das sind die Assistenzfunktionen und. Und da, glaube ich, kann der Architekt eine ganz wichtige Rolle spielen als Vertrauenspartner des Bauherrn und ihm dann auf diesem Weg einfach mit helfen. Hilfe. Perfekt. Sie sind auch an dem Modellprojekt Innovation City Ruhr beteiligt. Und in welchem Umfang denken Sie möglicherweise darüber nach, WDVS-Systeme dort einzusetzen? Es wird ja hier auch darum gehen, Energieeffizienz im Bestand zu erhöhen. Man hat sich da auch sehr ehrgeizige Ziele gesetzt, die in etwa mit den Zielen der Bundesregierung übereinstimmen, beziehungsweise die an einigen Stellen noch übertreffen.
Und ich denke, da werden mit dem Verbundsystem sicherlich eingesetzt werden, ihren Platz auch haben. Wir sind da mit der Innovation City im Gespräch, wegen auch der wissenschaftlichen Begleitung und der Beratung auch, wie kann man an welchen Gebäuden welche Maßnahmen optimal umsetzen. Innovation oder Innovation, ein starkes Wort. Welche Innovation erwarten Sie bei künftigen Generationen vom BDVS? Ich meine, es sind ja schon ein paar angeschoben worden, Stichwort Verschlankung der Systeme. Ja, ich denke, das ist sicherlich ein Punkt, dass die Qualität der Dämmstoffe, die dort eingesetzt wird, zunimmt, sodass also die Dicke abnimmt. Ich hatte ja in meinem Vortrag auf die Vakuumisolierpaneele mal eingegangen, wo man sehr, sehr schmale Konstruktionen hat mit einem sehr, sehr großen Dämmwert. Das ist ein Trend, den man beobachten kann, aber ich denke, was auch wichtig ist, ist dieser Aspekt, dass mit der Dämmung eine zusätzliche Installationsebene nachträglich in ein Gebäude hineinkommen kann, die wir nutzen können, um wirklich ganz gezielt Infrastrukturen nachzurüsten, die wir ganz dringend in den nächsten Jahren brauchen, eben für solche Themen wie Assistenzfunktionen für die Energieeffizienz oder zum Beispiel Wohnen im Alter. Da wird einfach wesentlich mehr Technik reinkommen und da freuen wir uns eigentlich, dass es solche Maßnahmen gibt. Ja, da sind noch Fragen reingekommen von Teilnehmern. Ja, Assistenzsysteme, ein doch umfangreiches Thema, was Sie eben geschildert haben. Akzeptiert das der Nutzer? Man sieht ja häufig, dass draußen einfach die Fenster aufgerissen werden, dass die Heizung auf 5 oder 7 auf maximale geht und man glaubt immer, es würde alles wunderbar technisch funktionieren, aber der Nutzer ist anders. Ich denke, der Nutzer akzeptiert es dann, wenn das so gemacht ist, dass er es bedienen kann. Wenn es ihn wirklich unterstützt und ich glaube wirklich, dass auch die Nutzer sich nicht ernsthaft über die Luftqualität und über die Raumtemperaturen mehr Gedanken machen wollen als unbedingt notwendig. Es ist ja üblich, dass man eben solche Funktionen dann tatsächlich einer Technik überlässt, die es zum Teil wesentlich besser kann und von daher sind solche Assistenzsysteme ja eher unterstützt, haben ja eher einen unterstützenden Charakter. Es wird ja keinem was aufgenötigt, keinem wird verboten, ein Fenster aufzumachen, aber ich denke, wenn er eine optimale Raumluftqualität und Raumtemperierung vorfindet, ohne dass er permanent an allem rumstellen muss, dann ist das okay. Machen andere Bereiche uns ja auch vor, dass es geht. Ah, okay. Apropos vormachen, dass es so geht, auch hier noch eine Frage von jemandem, oder beziehungsweise eigentlich doch die konkrete Frage. Kann man sich die Systeme mal ansehen? Ja, gerne. Sie sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen in Duisburg im Inhouse-Zentrum. Wir haben vieles von dem, was ich jetzt auch diskutiert habe, vorgestellt habe, haben wir dort live und in Farbe anfassbar, im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar gemacht. Es finden regelmäßig Veranstaltungen statt. Wir hatten gestern das große Inhouse-Forum gehabt zum Beispiel mit 160 Teilnehmern. Und das läuft im zyklisch ab. Auf der Webseite www.inhouse.de kann man sich informieren darüber. Und viele der Veranstaltungen sind auch als Weiterbildungsmaßnahmen für Architekten anerkannt und herzlich eingeladen, uns dazu besuchen. Wunderbar, ein schönes Schlusswort. Ja, ich darf mich bei Ihnen recht herzlich bedanken für Ihr Referat, dafür, dass Sie uns hier zur Verfügung gestanden haben, auch ausführlich die Fragen zu beantworten. Ja, ich darf mich auch letztendlich bei Ihnen allen bedanken für Ihre rege Teilnahme. Insbesondere möchte ich mich natürlich auch bei allen Referenten für Ihre Vorträge bedanken. Ich glaube, wir können gemeinsam festhalten, dass diese Vortragsreihe Hassliebe, BDVS und Architekten eine Hassliebe, ein erfolgreicher Schritt war. Wir werden dieses Konzept in der Form auch nächstes Jahr weiterführen und das natürlich mit unserem Medienpartner der DB. Hier möchte ich mich auch nochmal bei Frau Kunkel bedanken, die uns sehr aktiv sowohl bei der Referentensuche als auch bei der Moderation zur Verfügung stand. Und natürlich möchte ich mich auch recht herzlich hier bei der Planbar 4 in Essen bedanken, die uns dieses wunderbare Ambiente gestellt hat. Ja, wichtig ist, glaube ich, wir haben viel gehört, viel gesehen. Wir haben ein Thema, was wir gemeinsam anschieben können, ein Thema, was wir anschieben müssen. Dazu haben wir die ganzen Fakten heute auch nochmal gesehen, was für Ziele letztendlich auch die Bundesregierung hat. Und ich bin davon überzeugt, BDVS kann mehr. Dankeschön.